Hallo und herzlich willkommen, liebe Simulationsfreunde von Zugsimulationen von Co. KG. So, heute habe ich mir, ich habe mir das Add-on, das DLC München, Strecke München Augsburg gegönnt, da es aktuell ja jetzt im Angebot ist. Sommer-Sales-Geschichten und so. Und dementsprechend fange ich gerade mit der ersten Mission an. Also ich habe gerade Escape gedrückt, damit er nicht fortsetzt, weil hier gerade Willkommen und so weiter. Dementsprechend werde ich aber wieder aufnehmen. Der lebensechten und äußerst detaillierten Zugsimulation mit authentischen Strecken und Zügen aus aller Welt. Sie haben Aktionspunkte erhalten. Diese werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt und zu Ihrer Gesamterfahrung hinzugezählt. Wird beim DLC Man das muss nochmal stetig auf die alles? umgebende Welt achten. Üben Sie, indem Sie nach oben, unten, links und rechts schauen. Das hat man doch in der normalen Ding, so nicht im DLC, dass man das, muss man das im DLC nochmal durchnehmen? Außer dem Fahren von Zügen gibt es viele Anforderungen für die Bewegung zu Fuß. Bewegen Sie sich jetzt. Ja, einfach da jetzt. Man kann ja so ein bisschen gerade so diese ICE-Geschichte hier gucken, wie sie hier einparken. Dies ist eine von vielen interaktiven Handlungen, aber nicht alle sind so leicht zu entdecken. Ich vermute mal, das habe ich deshalb gemacht. Wo ist ja richtig voll. Nicht einsteigen. Steigt doch keiner aus. Mal gucken, wie das Restaurant-Dings aufbaut. Leider geschlossen. Gibt nichts zu futtern. Geht nach Hause.
Was? Sagt er nicht, ich soll mit da rein? Wo soll ich mich nur hinsetzen? Sie können das Erlebnis jederzeit anhalten, um Ihre vorherigen und derzeitigen Ziele anzusehen. Überprüfen Sie sie jetzt und kehren Sie zum Spiel zurück, sobald Sie fertig sind. Sie werden viel Zeit mit Fahren verbringen. Setzen Sie sich also auf den Lokführersitz. Macht Sinn in einer Zugsimulation, dass man... Eine Blickfeldanzeige ist jetzt rechts auf dem Bildschirm. Diese zeigt an, was der Zug macht. Dies ist die Geschwindigkeitsanzeige. Die aktuelle Geschwindigkeit wird durch einen beweglichen Balken angezeigt. Ja, ich kenne das doch schon alles. Die rote Markierung zeigt die derzeit erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Wieso wird das im DLC nochmal erklärt? Dies ist die Richtungswendeanzeige. Ein Pfeil zeigt die Stellungen vorwärts, rückwärts und neutral an. Dies ist die Leistungsanzeige. Eine Zahl zeigt die Position des Leistungsreglers an. Dies sind Bremsindikatoren. Sie zeigen den Zustand der verschiedenen Bremssysteme an und ermöglichen deren unabhängige Steuerung. Oben rechts sind die Signal- und die erlaubte Geschwindigkeitsanzeige. Diese zeigen an, was sich nähert, und eine Countdown-Distanz, ab wann es in Effekt treten wird. Einige dieser Anzeigen können in den Einstellungen ausgeschaltet werden, wenn Sie eine größere Herausforderung möchten. Dieser Zug ist bereit für die Abfahrt. Schieben Sie den angegebenen Hebel ganz nach vorn, um loszufahren. Okay, bei mir ist es nicht A, aber egal. München Hauptbahnhof ist das südliche Ende eines Hochgeschwindigkeitsstreckennetzes, das schnelle und effiziente Reisen durch ganz Deutschland ermöglicht. Dieser Zug verfügt über 8 Wagen. Jeder davon hat Fahrmotoren zwischen den Achsen, machen, wenn der da labert. Um einen einfacheren, schnelleren und effektiveren Betrieb zu gewährleisten. Mach ich's angezeigt, der ist immer noch nicht fertig. Sieht gar nichts. Mensch, was war das denn? Das sieht ja mal auch in meinem Video, wie das, dass man eventuell auch Herausforderungen haben könnte. Okay, ich kann nicht anklicken. Kann ich nicht anklicken? Wahrscheinlich geht das noch nicht. Immer noch in diesen Einführungsphase.
Train SimWorld 2 ermöglicht es Ihnen, aus einer Auswahl von internen und externen Kamerawinkeln zu fahren. Werfen wir jetzt einen Blick darauf, während dieser Zug in Bewegung ist. Sie haben hier nur ein kleines Gebiet gesehen. Schauen wir, was es sonst noch zu entdecken gibt. Willkommen in Bayern. Steigen Sie an Bord von internationalen und lokalen Zügen, die ein hochmodernes, mehrspuriges Streckennetzwerk befahren. Erreichen Sie bis zu 230 km/h unter Beachtung des LZB-Signalsystems. Halten Sie die reisende Zivilbevölkerung mit Hilfe der großräumigen BR-423-S-Bahnen in Bewegung. Schicker Express oder Massentransport. Sie sitzen auf dem Lokführersitz. Vergessen Sie unterwegs nicht, Streckenkarten zu platzieren, Fahrradstationen zu installieren, Streckenausrüstung zu warten und beschädigte Notfalltelefone zu reparieren. Das ist die Hauptstrecke München-Augsburg. Okay. Willkommen beim Lokführertraining hier in München-Pasing. Heute lernen Sie, diesen BR-423 Elektrotriebzug in der verkehrsroten DB-Lackierung zu fahren. Nein, ich möchte den ICE fahren. Diese kurze Einführung beschäftigt sich mit den wichtigen Fahrsteuerungen und Fahrgastaufgaben. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil. Fügen Sie den Richtungswender ein, um das Hauptpult zu aktivieren. Kann ich per Tastendruck machen? Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um die Sicherheit zu gewährleisten, und entriegeln Sie dann die Türen. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Von hier aus werden Sie zur nächsten Haltestelle München-Laim geleitet. Dieser Triebzug verfügt über einen Kombihebel, der Leistung und Bremse steuert. Die Bremsen sind derzeit betätigt. Bewegen Sie den Hebel über die Nullstellung hinaus in den Leistungsbereich, um in Bewegung zu kommen.
Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Falls Sie beginnen, die Geschwindigkeit zu überschreiten, fahren Sie etwas langsamer, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen. Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Steht ihr da jetzt alle in Reihe und Glied? Mal aussteigen. Entschuldigung, wer sich jetzt gerade erschreckt hat. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Fahren Sie diesen Zug dieses Mal ohne Anleitung zur nächsten Haltestelle München-Hirschgarten und testen Sie einmal, wie Sie klarkommen.
Ja, toll. Aber schön, dass es eine Treppe gibt. Also für solche Idioten wie mich, die daneben parken. Um 6 eine Treppe hingestellt. Ich guck gerade, ob hier irgendwas ist. Was ich machen muss. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Ja, na gut. Dann hatte ich. So, wir belassen das mal mit diesem Video mit der Einführung von der Hauptstrecke München-Augsburg und dem DLC und machen das nächste Mal dann weiter und schauen mal, was als nächstes kommt. Und dann, also, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch der Kanal gefällt, gerne bitte ein Follow da lassen und also abonnieren, gerne folgen und gerne auch liken, wenn es euch gefällt, soweit. Ne? Und dann hören wir uns und sehen. Ah ne, sehen tut er mich nicht. Ha. Dann entsprechend das nächste Mal im nächsten Video. Also, bis dann. Tschüss.